Ich weiß nur einfach nicht, wie er das macht, so lange da oben alleine zu sein. Manche Leute lieben den Freiraum und den Weltraum. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, hallo. Ein paar Antworten hier und da wären schön. Damit willkommen zurück. Oh. Ich stehe zu Diensten, Captain. Nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern, sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Wie kann ich dienen? So, das ist jetzt der Vasco. Inventar. Anzüge. Haben wir noch 124 Waffen. Aber so schwer sind die doch nicht. 5, ja, okay, aber wir haben dann ja immer noch 100. Was wiegt denn hier so? Oh, stimmt. So. Munition. Wiegt nicht. Alles klar. Rucksäcke. Helme. Kleidung. Wiegt auch nicht so viel. Alles nur 0, irgendwas. Noch nicht so viel. Ressourcen. Auch nicht so viel. Sonstiges. Eigentlich auch nicht so viel, ne? Ja, Captain. Ich bin hinter Ihnen. Und nun. Hä? Entspricht die Constellation deinen Erwartungen? Für mich ist ein Traum wahr geworden. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ja. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Rennerei. Ein freiwilligen Trupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen.
suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir über dieses Mysterium gestolpert sind. Aber kaum jemand sucht im All nach dem Unbekannten. Sie suchen Welten, die sie besiedeln, Ressourcen, die sie abbauen, Territorien, die sie verteidigen können. Ein merkwürdiger Fels oder ein einziges seltsames Stück Metall würde ihnen nicht viel sagen. Deswegen besteht die Constellation, um diese Dinge zusammenzusetzen. Du hast das schon einmal gemacht, oder? Weise Worte. Wir müssen nur aufeinander aufpassen. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay. Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Okay. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Nö. Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen Seite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Oh, okay. Wir gehen Risiken ein. Manche von uns haben schon häufiger eine Zelle von innen gesehen. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenzug hast du Freiheit bei der Wahl deiner Mittel. Das sind die Regeln. Das Wissen der Menschheit mehren, so gut wir es können. Solange du das tust, urteile ich nicht über dich. So, und jetzt gehen wir zum Mast. Sollten Sie mich in Zukunft wieder benötigen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Hast du deinen Füllergriff bereit, Walter? Du musst Checks ausstellen. Das hört nie auf, oder? Wage ich zu fragen, was ich diesmal bezahle? Artefakte finden sich nicht von alleine. Und die Suche kostet Treibstoff, Reparaturen, ab und zu Schmiergeld. Gut, dass ihr mich habt, Miss Morgan. Wer weiß, wie ihr alleine zurechtkommt. Unsinn, Walter. Wir lieben dich wegen deines sprühenden Charmes. Die Credits sind nur ein Bonus. Okay. So. Okay, okay, okay. Warte mal, wir haben doch noch eine Map. Da Jobbewerbung, sprich mit so aus dem Kontakt. Ist dein Jetpack kaputt oder so? Das ist mir doch schon. Ich weiß gar nicht, wie man das Jetpack benutzt, davon abgesehen. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden?
Okay, okay, aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Okay. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh Mann. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Mhm. Willkommen im Mast. Wenn du einen Tipp. Minhas, darfst du gerne eintreten. Ja, ich weiß bloß nicht, wo ich hin soll. Wahrscheinlich führt der Aufzug auch irgendwie nach unten. Ah. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. In der Nähe wird mir immer noch übel. Okay. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Guten Tag, Captain. Ach, da läuft so langsam zum Schiff. Auch nicht schlecht. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Warte mal. Bei Vectera, bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Ganz recht. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Wir nicht wahr? Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen, selbst gegen theoretische Konzepte. Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung?
Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Du wirst es nicht bereuen. Okay. Oh, wo ist jetzt der... Oh, da, da. Schönen Tag noch. Erst mal gucken. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich. Grüße, Captain. Grüße. Wie kann ich Ihnen helfen? Wiedersehen. Oh. Immer noch 400. Gut. Gut. Lassen wir die Kiste abheben. Kann ich alles einlagern? Theoretisch. Hätte ich da schon mal weniger als... Oh.
perfekte Landung. Dafür eine glatte 10. Okay. Der Abend. Mein Bett. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Kann ich hier wieder so eine Verkaufsding haben. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? 5000 Credits. Anzüge. Gut. Hat den auf jeden Fall weg. Rucksäcke. Wir machen was neue Items. Anzug haben wir den dann. Haben wir hier den Rucksack? Aber der hat wenigstens Strahlung noch, ne? Okay, dann nehmen wir den Rucksack. Helm. Den halt, so. Hier nochmal den Overall. Passt ja. Oh, verkaufen. Anzüge. Waffen. Haben wir jetzt nichts Neues. Dann schmeißen wir die weg. Helme. Oh. Kleidung. So. Das war's. Sonstige. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Sonstige. Das andere sind ja Materialien, genau. Fünfstellig? Fünf? Na schön. Ich mache es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen.
Ländern auf den oberen Ebenen. Es geht sehr tief unter. In Saldonia herrscht es nichts Besonderes, aber für viele Leute die Heimat. Tja, er tut das nur einmal. Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch. Ja, die sind hierher gekommen in das Schiff und kommen jetzt halt nicht mehr weg. Ne? Wahnsinn. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Bäume, kein Gras. Aber ich kann nichts machen. Deprimierend. Hier geht's lang. Ich könnte diese Menschen nie zurücklassen. Ihr anhaltender Erfolg ist mein Lebenswerk. Wir haben kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Was will man denn mehr? Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Siehst du, das meine ich. Wer Respekt zeigt, kriegt ihn auch gezeigt. Schön, dass du das verstehst. Was willst du haben? Alles. Ich verkaufe keine Plörre. Wir haben Bier, Wein und Schnaps, aber keine schicken Cocktails. Jedenfalls nicht sowas wie in Neon oder New Atlantis. Wenn man einen Schnaps mit etwas anderem mischen muss, damit er schmeckt, sollte man lieber die Finger davon lassen. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Okay. Ah, ja, von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also, hey, in Saldonia leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Ja, ich versteh schon. Vielleicht. Okay, ich gebe auf. Ich muss eben über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Ich bin kein großer Fan von der Aufregung und dem Drama hier. Ich hatte seit 3 Jahren keinen Urlaub. Dabei ist die Urlaubsregelung von mir.
brauche eine Pause. Teilchendetonation abgeschlossen. Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut und dann geben wir uns auf die Suche.